Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge. Da guckst du, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da fährt man unschuldig über den Freeway und bekommt einen Anruf nach endlich einem halben Jahr, dass der Hof fertig ist. Endlich darf ich wieder zurück. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir fahren jetzt einfach mal zum Hof und schauen uns ihn an. Ich habe zwischenzeitlich auch schon bei den Landmaschinenhändler angerufen. Er hat mir wohl schon was hingestellt. So, dass wir jetzt nur 1,4 Millionen haben. Und ja, schauen wir einfach mal, fahren zum Hof und schauen, wie unsere Subventionen eingesetzt wurden. Wie das Regierungsprogramm uns den Hof gebaut hat. Es soll wohl ein Tierhof sein. Und ja, wie gesagt, wir schauen einfach mal, ob wir irgendwie eine Änderung sehen. Ich habe mir den selber noch nicht angeschaut, den Hof. Und ja, lassen wir uns überraschen. Vorgabe war einfach nur, dass Windmühlen wohl draufstehen müssen für erneuerbare Energien. Und dann wollen wir doch mal schauen. Auf jeden Fall ist es schon eine deutliche Änderung, die ich jetzt schon sehe. Und dann wollen wir mal aussteigen und das Tor öffnen. Und nicht gegen das Auto rein. So. Dann parken wir mal unseren Pickup wieder auf unserem Parkplatz. Den haben sie uns wenigstens gelassen. Und schauen uns den Hof an. Die haben uns nicht wirklich jetzt ein Haus gebaut, wo wir drinnen wohnen können. Nicht mehr im Auto schlafen. Wunderbar. Eine große Fahrzeughalle haben sie uns dazu gestellt. Da kommen wir gleich noch zu. Da sind ja schon die Maschinen drin, die ich beim Landmaschinenhändler bestellt habe. Das stand auch schon vorher. Ein Strohlager, das ist was sehr Schönes. So dass wir nicht mehr das Stroh gleich wegfahren müssen. Und ein Schweinestall. Einen großen Schweinestall. Wow. Sehr, sehr schön. Silo-Bunker. Gleich drei an der Stück. Zum Glück nur zwei Windmühlen. Windkrafträder. Eine Schweineweide. Okay. Ja, das wird ja sehr interessant. Gülletank oder denke ich mal ist das. Hier ist Düngertank, okay. Dann haben die hier unser Lager hingebaut. Ja, wird aber interessant, wenn man vom Feld kommt mit einem großen Anhänger hier abzuladen. Na, mal schauen. Die Hirsche, die Rehe finden sich besser gesagt auch wohl. Ein Kuhstall im Großen, sehr, sehr schön. Mit EDA oder was soll das sein? So, Gülle-Behälter. Ja, ist das nur eine Silo-Erweiterung oder? Ja, müsste die Silo-Erweiterung sein. Schauen wir mal auf der anderen Seite. Da haben wir eine Kuhweide und noch eine Kuhweide. Dann haben wir hier Kammer 16. Das müsste eigentlich Futter und Saatgut, genau. Futter und Saatgut.
Genau, kann man sich kaufen. Sehr schön. Auch gut, dann kann man den einen Futter reinmachen und den anderen Saatgut. Sehr schön. Haben die auch schon Tiere? Nein. Okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Dann schauen wir uns mal unsere Fahrzeuge an. Dünger haben wir auch bekommen. Super. So, die beiden Fahrzeuge waren ja schon gewesen. Dann haben wir uns eine Direktsaatmaschine gekauft, dass wir nicht flügen und rubbern müssen. Können wir direkt einfahren. Den JCB in der Mario Hirschfeld Edition. Mit ein bisschen mehr Power. Und dann schauen wir uns mal an, was hier noch drin steht. Der Mac Esser. Auch Mario Hirschfeld. Genauso wie der Krampe. Der Mac hat. Ist ein Mod. Zu finden auf der HOT-Seite. Dort wurde das Fahrwerk angepasst und die Leistung, so dass der jetzt auch leichter manövrierbar ist. Hier wurde auch angepasst, dass, wie man sieht, das Logo von Mario Hirschfeld macht sehr gute Mods eigentlich. Das HOT-Team mag ich sehr. Und dann noch ein John Deere T560i mit einem schönen Schneidewerksfahren und Schneidewerk dazu. Sollte uns in Ruhe arbeiten lassen. Was wir noch brauchen, das holen wir jetzt auch noch, ist ein Düngerspritze bzw. Düngerbehälterfahrzeuge. Und da müssen wir mal schauen, dass wie wir es machen mit unseren Tieren, weil wir haben Januar. Im Januar ist es ein bisschen schwierig mit Saat rausbringen, beziehungsweise funktioniert gar nicht. Sehr schön, muss man wirklich sagen, was hier auf der Beine gestellt wurde. Bin ich zufrieden mit. Damit kann man arbeiten. Fahren wir mal zum Landmaschinenhändler und holen uns noch eine Düngerspritze. Man sollte nicht mit 130 km/h durch die Stadt fahren. Die Rehe sind hier aber wirklich im Landwirtschaftssimulator bisschen sehr lebensmüde. Ach, hier steht noch ein Traktor. Den können wir dann gleich nehmen und den Düngerbehälter zur Düngerspritze rüberzubringen. Dann gehen wir mal rein. Hallo Paul, ich bin da. So, schauen wir mal, was wir Schönes finden. Ich würde sagen, wir holen uns mit dem Spritzer. Brauchen wir nicht mehr so doll drauf gucken. Aufs Geld. Entschuldigung. So, wir schauen noch mal. Ja. Frontanbau. Gerätschaften, also können wir es so machen. Dann holen wir. Ja, die beiden reichen. Mit Kennzeichen natürlich. Ja. Ist halt nur damit
Der braucht vorne auch ein Kennzeichen. Auch. Dann einmal einsteigen und dann Johnny. Und dann wollen wir mal schauen, ob das mit der Verkabelung alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Dann lassen wir auch diesen Traktor nur fürs Düngen. Düngen muss man ja in der Regel nach jeder oder jeder zweiten was soll das jetzt? Ach, falsch rum. Mann, einmal mit Profis arbeiten. So wird ein Schuh draus. Sieht doch schön aus. Aber man kann nicht. Nee, schade. Ich hatte jetzt gedacht, dass er die Verkabelung gleich macht. CGI-Trailer bzw. in den Factsheets war was zu sehen, dass es verbunden wird. Aber gut, dann ist es so. Können wir nicht ändern. So. Ich hoffe, die Musik ist angenehm im Hintergrund und nicht zu laut. Sind wir auch schon in unserem Farbenbereich wieder angekommen. Halt. Zum Paul wollen wir nicht. Der wohnt hier, unser Landmaschinenhändler. Daher habe ich auch immer gute Infos bekommen, wie weit der Stand ist bei unserer Farm. Nur offiziell natürlich nicht. Ich kriege wohl auch von den Subventionsprogrammen noch ein paar Monate weiter Subventionen. Nicht die Menge an Geld, aber ein bisschen. Was wir auf jeden Fall aufpassen müssen, dadurch, dass wir ja die Motorleistungsbegrenzung drin haben, dass wir nicht unsere Traktoren überbeanspruchen, weil Wartung ist teuer. Sehr teuer sogar. So. Dann. Dadurch, dass wir ja normalerweise noch wir brauchen ja Tiere definitiv. Wir brauchen auch definitiv Futter, was wir jetzt natürlich nicht besorgen können, dadurch, dass Januar ist, können wir kein Weizen anbauen. Also werden wir leider hier mitarbeiten müssen. Beziehungsweise hier das Schweinefutter, ja. Den Roland werden wir uns. Eigentlich wäre der besser. Eine Arbeitserleichterung. Ja,
Wir holen uns den Silverstar. Und dann geht's gleich mit dem Mac. Trailer holen. Und hey. Diese Rehe. Nächstes Mal gibt's Rehbraten. Wir fahren jetzt noch zum Landwirt-Maschinenhändler, satteln den Anhänger an. Und dann soll es das auch schon gewesen sein für die nächste Folge. Und genießt einfach mal die Stimmung und das Flair. Für die Hintergrundgeräusche. Wie gesagt, mit einem kleinen Kind im Haus wird es nie ruhig sein. Aber so kennt ihr mich. Von daher alles gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nacht. Je nachdem, wann ihr mich geschaut habt. Und danke fürs Abo, danke fürs Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao.